Jetzt ist ein klarer Trend für ein Nein. 61% die erste Hochrechnung. Überrascht das euch? Ich habe natürlich gehofft, dass man als Stimmbevölkerung mehr als 50% Ja sagt, das ist ganz klar. Aber gleichwohl zeigt es, dass 40% der Bevölkerung, oder 39% vielleicht, sagen Nein, wir wollen das nicht fremde Stoffe im Wasser, wir wollen ein gesundes Wasser, wir haben ein Problem in der Landwirtschaft. Und ich glaube, das ist ein klarer Auftrag, so ein Bundesrat oder eine Politik allgemein. Und natürlich nicht zuletzt auch die Bauernverband, dass sie jetzt die Versprechen einhalten. Dort sehe ich mich einfach in der Pflicht, dass ich für meine Kunden reden muss, öffentlich machen und halt vielleicht eben auch für die nächste Generation. Und vor allem nicht sagen, hey, die machen das und das falsch, sondern schauen, die machen es so und es geht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das heisst nicht, dass jeder muss produzieren wie ich. Das heisst einfach, dass man kann sich verändern, man kann sich entwickeln. Und da gibt es ganz viele Varianten, wie man das wird können. Die sprechen Kunden an, schauen vielleicht Bauern zu wenig auf Kunden. Ja, es ist natürlich schwierig, wenn ihr Ackerkulturen produziert oder Milch. Ihr habt zwar einen Abnehmer, vielleicht eine Molkerei oder ihr habt irgendeine Genossenschaft, die das Produkt in die Gosse kippen. Das ist nicht euer Kunde, das ist zwar der es zahlt, aber im Endeffekt ist es irgendwo ein Endabnehmer. Und je weiter dass man von dem weg ist in der Vermarktung, je schwieriger ist es, diesen Impuls zu spüren. Bei dieser Abstimmung, grossen Stadt-Land-Graben, sehen wir auch, versteht ihr die Bauern, die vielleicht auch Existenzängste hatten wegen dieser Initiative? Völlig klar. Wenn ihr einen Geflügelmaststall gebaut habt in den letzten 2-3 Jahren für 18'000 Hühner und ihr habt keine Möglichkeit, das Futter selber zu produzieren, dann ist das nichts anderes als eine Existenzangst, die das ist. Aber genau für das haben wir ja die Übergangsfristen von der Trinkwasserinitiative 8 Jahre. Das wird natürlich nicht länger für so einen Stall zu amortisieren, aber es ist schon Angst gemacht worden, ja, es gehen Betriebe ein. Ich würde es anders anschauen. Ich würde sagen, ja, wenn wir den Geflügelstall weiterhin betreiben, dann muss man jetzt halt mit umliegenden Bauern einen Kontrakt eingehen, Verträge machen und den Anbau so machen, dass das Futter regional für den Stall erzeugt wird und dass sie auch die Nährstoffe lokal verteilt. Und das wären so Sachen, die man sich drin können entwickeln können. Das ist leider nicht erkannt worden. Wie erklärt ihr euch den gehässigen Abstimmungskampf, den wir erlebt haben? Vielleicht wie noch fast nie. Das war wirklich erstaunlich. Also ich hätte es nie erwartet, dass es so wird. Für mich war klar, ich stehe hier für die Sache, für die wirklich klare Botschaft, die eine Trinkwasserinitiative eigentlich hat. Dass die zwischendurch wehtun kann, das ist ganz klar auf Einzelbetrieb. Aber ja, dass es so viel gehässig wird, das hätte ich nicht erwartet. Das ist schade und ich hoffe, das kann man irgendwann mal glätten. Aber noch dort, ich möchte eigentlich zeigen, es gibt Lösungen. Und die Welt wäre nicht am 14. Juni untergegangen. Jetzt hat die Übergangszeit angefangen, um sich zu entwickeln. Und ich glaube, ein Betrieb muss sich immer entwickeln. Also da wird immer etwas kommen. Es kommen alle 4 Jahre neue agrarpolitische Vorgaben. Und die müssen wir irgendwie umsetzen. Hier hat man klare Vorgaben gehabt, was in 8 Jahren gesetzlich wird sein. Wie soll es jetzt weitergehen? Wer nennt ihre Pflicht? Ganz klar der Bauernverband. Also das geht ganz klar an die Adresse von Markus Ritter, dass die Versprechungen, die jetzt hier alle eigentlich gemacht wurden, was sie alles schon erreichen, das muss man sehen. Und das muss sich niederschlagen in den Zahlen im Grundwasser, im Trinkwasser. Aber natürlich auch Konsumenten, die müssen auch natürlich müssen sie die Möglichkeit bekommen, Bioprodukte zu kaufen oder nachhaltig produzierte Produkte. Aber die müssen am Schluss auch mitmachen, das ist ganz klar.